Schönen guten Tag, mein Name ist Daniel Budiman und jetzt kommt. Episode 2 von dem Knallhart durchgenommen Mortal Shell. Was haben wir in Folge 1 gesehen? So ein bisschen von hier, ein bisschen von da und meinen ersten Tod gegen einen ersten Boss. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das Spiel weiter entfaltet. Ob das wirklich noch so schwer wird, wie es sich, wie die Leute es versprochen haben. Und wie ich mich damit schlage, ey. Mein erstes durchgenommen eines Souls-like-Games, was angetreten ist, um, naja, noch schwieriger zu sein. Zumindest haben sie es gesagt. Es soll ganz viel verbinden, Mortal Shell. Es soll Elemente von Sekiro übernommen haben. Es soll natürlich ganz viel von Dark Souls übernommen haben. Mal gucken. Ich bin gespannt. Wir machen auf jeden Fall weiter. Die Ladezeiten sind recht lang. So viel kann ich sagen. Und für die Leute, die jetzt erst einsteigen bei Episode 2, sag mal, habt ihr sie noch alle? Macht überhaupt keinen Sinn. Geht, hört auf, dieses Video zu gucken und guckt Episode 1. Denn da habe ich den Anfang des Spiels gespielt. So, weiter geht's. Sprich mit Schwester Sister Genessa. So wird sie ausgesprochen. So. Sound an. Uah. So, wie komme ich denn jetzt wieder zu dem ersten Boss? Guck mal, jetzt habe ich doch schon wieder komplett die Orientierung verloren. Ich glaube, ich bin hier raus. Letztes Mal. Und versuche den Grisha zu finden. Ein... Ach ja, genau. Direkt in die Meute rein. Ja, genau. So viel dazu. Alter. Okay. Wollt ihr mich verarschen? Das darf doch nicht wahr sein. Gerade, weißt du, letztes Mal noch schön sich lustig gemacht darüber, dass es gar nicht so schwer ist. Und dann direkt aufs Maul gekriegt. Hülle. Okay, das finde ich echt schon ganz nett, dass man die Held auch wiederbekommt. Okay. Autsch. Arschloch. Okay, weißt du was? Ich mache jetzt erstmal diesen blöden Bogenschützen hier oben längs. Der nervt ja gewaltig. Ich habe keine Stamina mehr. Das bedeutet also dieses... Okay, alles klar. Weißt du... Ist es deswegen, guckt man sich diese Souls-like-Games deswegen so gerne an? Ich frage dich, jawohl, dich gerade. Vielleicht kannst du mir das ja, was fasziniert uns eigentlich allen, da, alle daran, andere Leute leiden zu sehen? I've kept your flesh safe, family. Es geht, so sicher hast du mich nicht wirklich safe gehalten, Sester Genessa. Ja komm, weiter geht's, ne? Nicht entmutigen lassen. Fehler gehören mit dazu. Da sind die Dödels wieder. Ich muss einfach mega knallhart werden in diesem Spiel. Einfach mega geil spielen. Oh. Ich habe das Gefühl, es war ein Fehler. Jau! Dass er noch trifft.
Hau, hau, hau. So, jetzt aber. Arschgeige, ey. Was ist denn das hier? Da ist irgendwas Eingefrorenes. Nein. So, guck mal, das war schon mal ein bisschen besser als gerade eben. Ich raste aus. Nichts zum Heilen. Spring fett daneben. Unangenehm. Daneben so, komm. So, jetzt packe ich mal hier meine krassen Dark Souls Skills aus. Okay. Es war ein Fehler. Diese gesamte Serie war ein riesengroßer Fehler. Aber Fehler gehören dazu. Nein! Aber wie schlecht auch, wie schlecht ich gehofft habe, dass. Ey, vielleicht bin ich ja gar nicht so schlecht. Vielleicht rutscht da durch und am Ende sagen alle, wow, krass, wie der da durchgerutscht ist. Nix. Nix. Naja. Also ich weiß wirklich noch gar nichts. Ich weiß nichts über die Lore. Ich weiß grob. Ne, das, was man so vorher durch die Beta-Reviews mitbekommen hat, hat mich da aber auch zurückgehalten, zu viel darüber zu lesen. So, gleiche Tour nochmal jetzt, weil irgendwie, ich meine, ich müsste da lang. Vielleicht ist das auch einfach ein Zeichen, dass es sehr dumm ist, da lang zu gehen. Und vielleicht muss ich mir eine andere Strategie ausdenken. Aber wisst ihr was? Fuck that. Direkt aufs Maul kriege, wie ich einfach unmittelbar aufs Maul kriege. Ich bin tot. Ich frage mich, ob der Speicher des Spiels, ob der sich einfach merkt, ey, der Spieler oder die Spielerin kommt eh nicht so weit. Warum können die das nicht vorbuffern? Warum passt sich das, die Ladezeit nicht an die Fähigkeit oder Nicht-Fähigkeit der Person an, die spielt? Warum muss ich jetzt auch noch länger warten? Ist das die Zeit, darüber zu sinnieren, was man falsch gemacht hat? I've kept your flesh please safe. Mit der Hülle durch die Wand. Jetzt aber. Mega krass Fighter-Action. Come on. Und zwar mache ich das jetzt einfach mega elegant. Ja, genau. Ich konnte mich noch nicht bewegen, du Arsch. Oh, lächerlich. Ich sehe nichts. Ich hänge fest. Aua. Ja. Schön, Step by Step. Nicht zu eilig. Ruhe bewahren. Keinen Stress machen. So, jetzt habe ich diese Dödels endlich mal besiegt. Es ist eigentlich auch nicht notwendig, glaube ich, den zu clearen, oder?
Nee, ist es nicht. Ich gehe mal weiter. Besser ist das. Ich versuche mal diesen Kriecher jetzt zu machen. Und ich muss mich sowieso erstmal wieder akklimatisieren und nochmal raffen, wo ich hin muss. Oh, ey, Alter. Okay, Teich, da vorne sind Gegner. Da ist das. Wo muss ich nochmal hin, um diesen Kriecher zu haben? Ich glaube, hier bin ich falsch. Oh ne, warte mal, ich bin hier lang gegangen. Und ich meine, hier ist diese Castle. Keine Stamina mehr. Ich Idiot, ey. Ich darf, ich muss mein Gameplay-Verständnis muss ich von Ghost of Tsushima wegkriegen. Er lebt noch. Ich habe nicht aufgepasst. Hat auf die Anzeige geachtet. Meine Fresse. Oh, erstmal durchatmen. Habe ich irgendetwas zum Heilen? Das ist das. Nee, aber ich habe eine Gitarre. Ah, Übung macht den Meister. Guck. Hört sich schon besser an. Ich habe die zweimal benutzt. Ich würde jetzt einfach mal gerne gucken, kann ich das jetzt wieder benutzen? Und kann ich die exploiten sozusagen? Ja. Habe ich jetzt gemacht. Jetzt stehe ich auf. Ups, falscher Knopf. Okay, ich teste es jetzt einfach mal und ihr seht ja gerade selber. Was passiert denn, wenn der Punkt voll ist? Das würde mich mal jetzt interessieren. Schöne Tracks. So, das mache ich jetzt gerade. Das interessiert mich jetzt. Müsst ihr mit mir durch. Viermal noch. Ich frage mich, ob ich dann damit hauen kann. Geil. Okay. Also die Lieder verändern sich entsprechend, das ist schon mal nett. Okay, dann. Einmal noch? Ne, zweimal noch. Einmal gucken, was dieses Vertrautheitssystem wirklich macht. Und ein letztes Mal. Und dann kämpfe ich wieder, versprochen. Ja, maxed. Okay, bringt mir leider gar nichts. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich jetzt irgendwie was super Geiles. Aber nein. So, gebratene Ratten habe ich keine. Okay, naja. Ich meine. Alter, Bärenfalle, ich. Was nachgedacht. Okay, wisst ihr was? Ich mach's jetzt dann doch so. Also ich muss ja ein bisschen, ich muss glaube ich ein bisschen looten, um mir einfach ein bisschen Health zu erkaufen. Ups. So nicht. Aber wie unglaublich lässig die. So. Also bringt ja nichts. Bringt auf jeden Fall nicht so in einen Bossfight reinzugehen. Und sowas wie ein Flask habe ich gerade nicht. Deswegen mache ich das dann doch mal so auf diese Art und Weise. Gehe nochmal kurz in die Burg zurück. Kauf mir wenigstens ein bisschen Health. Was ist das so schlau oder nicht? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Da ist ein Bogenschütze. Ah, ein bisschen überfordert gerade. Was ist schlau?
Ich habe keine Ahnung, was schlau ist. Bam, Junge. Meisterlicher Schnaps. Kann ich ihn trinken? Okay, nee, kann ich nicht. Okay, da scheint... Ah, okay, guck mal, das ist auf jeden Fall eine andere Ecke, wo man hin kann. Da sind diese komischen Fledermäuse, die habe ich in so... manchmal kriegt man so Schreine oder an Waffen. Inschrift. Okay, und die geben einem Hinweise, was als nächstes kommt. Eigentlich auch nur ein kleiner Wegweiser oder ein kleines Indiz, wohin die Reise gehen könnte. Das ist für mich auch in Ordnung gekommen. Also jetzt habe ich ein bisschen Health wiederbekommen. Hier waren auch ganz viele Bärenfallen, meine ich. Yep, das sind ganz viele Bärenfallen. Keine Stamina. Ich Idiot, weißt du? Ich Gierschlund. Und ich bin schon mal gestorben, ey. Oh, das ist alles schlimm. Na, vielleicht spiele ich das lieb mal irgendwann nach, was der da spielt auf seiner Gitarre. Aber erstmal muss ich dieses verdammte Spiel erledigen. Ich leide. Ich leide darunter, dass ich noch in der ersten Folge gesagt habe, oh, ist ja eigentlich ganz leicht. Und jetzt kriegt man aufs Maul. Das ist doch schade. Finde ich. Ein bisschen schade, ja. I've kept your flesh safe. Yes, you have kept my flesh safe. So, hier ist die Tür, der Eingang. Da geht's also lang. Ich gucke gerade, wie ich... Da vorne gibt's auch irgendeinen Gegner. Und ich meine, wenn ich hier lang gehe, komme ich wieder zu dem Ort, wo ich gerade meine Seelen verloren habe. Oder mein Tar. Aber wie wirklich, wie so oft und wie bei eigentlich allem, muss man einfach nur ein bisschen Geduld haben, ne? Konzentriert bleiben und nicht zu gierig sein. So. Also diese kleinen Mini-Grunts, die sind echt okay. So, jetzt nochmal hier hoch. Einmal ein bisschen Stamina wiederholen. Ausgewichen. So, 176 Tar. So, jetzt gehe ich dahin, wo ich meine Seelen vorhin verloren habe. Dann gehe ich Getränke einkaufen oder Pilze oder whatever bei dem einen Händler. Und dann mache ich mich mal zum ersten Bossfight auf. Das ist zumindest grob der Plan. Stay with me and see how it is poorly done. Hier vorne seht ihr die versteinerten Überreste meines letzten Ichs. Und die gilt es jetzt, sich wieder zu holen. Nicht in die Bärenfalle. So, die habe ich mir jetzt zurückgeholt. Lauft in eure eigenen Bärenfallen, bitte. Und ich laufe natürlich auch in eine, weil ich ein Vollhonk bin.
unnötig benutzt. Ich finde es aber eigentlich ganz nett, dass man schon recht mächtig startet. Naja, gucken wir mal. So, oh, Fall im Bogen. So, ist das eine Kiste, die ich looten kann? Nope. Dann aufpassen auf die Bärenfallen und zurück zum Laden. Ich habe 632 Tar. Und versuche die jetzt einfach mal direkt auszugeben, damit ich... Ich würde gerne mal wirklich einen Boss schaffen. Darum geht's doch. So, bin ich noch richtig? Ich müsste, hier müsste doch eigentlich irgendwo der Eingang sein. Da ist er. Sehr gut. Okay, so langsam kenne ich mich mit Fallgrim bzw. dem Turm schon mal aus. Jetzt kann ich mir merken, dass der hier ist. Und Flass war hier oben. Da nicht, nein. Flass war ein Verkäufer, ein Händler. Da ging es irgendwo hier die Treppe hoch. Da nicht. So, come on, wo ist die Treppe nach oben? Jetzt habe ich Heck, die war doch hier irgendwo. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Das könntet ihr, werdet ihr wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger hören. Da ist die Glocke. Ah, da liegt was, sehe ich gerade. So, jetzt aber. Warte mal, die Katze, kann man die streicheln? Perfekt. Welcome. Shall we engage it? Yes. Surely there's something you'll fancy amongst my collection. So, mehrere kaufen. Ich kaufe gleich direkt 6. Und war das hier? Da ist was. Und Gegenstand hat eine bronzene Glocke. Wird in Vesperhymnen und Ritualen verwendet. Okay, wie komme ich jetzt nur hier wieder runter, ohne dass ich zu viel Falling Damage erleide? Das frage ich mich gerade. Das ist ziemlich hoch. Sehr hoch sogar. Och, bitte nicht. Ich habe doch gerade... Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht runterfallen und direkt einfach tot gehen. Hm. Das ist ja dumm jetzt. Wieso ist das so? Gleich wieder alles zunichte gemacht. Dumm, zu gierig. Einmal kurz abhauen. Einmal kurz ein bisschen ausruhen und regenerieren. Ich habe nicht Bock, schon wieder drauf zu gehen, jetzt wo ich meine Ratten habe. Zack. Okay. Go down. Okay, er ist down. Das ist gut. Das freut mich. Okay. Ich habe noch nicht ganz gerallt, wann Gegner wieder wiederkommen. Ja, die habe ich ja vorhin weggemacht, aber wo der Typ jetzt herkam, weiß ich jetzt nicht. Soll mir jetzt aber auch an der Stelle egal sein. Ich habe jetzt zumindest schon mal 4 Ratten in petto und kann jetzt anfangen, mal endlich weiterzugehen und zu gucken, okay, wo könnte denn unsere Reise wirklich hingehen? Links von uns hier, das ist Fallgrim, links von uns gibt es ein Fledermauslager, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich versuche den Boss wiederzufinden. Grisha hieß der, das ist so eine Art Yeti-esker Wolverine, der mich auch so ein bisschen, ich weiß nicht warum, es ist in meinem Gehirn vielleicht irgendwas nicht so ganz korrekt, der hat mich auch so ein bisschen an den Weihnachtsmann erinnert. Vielleicht wegen dem Bart. Und zwar, es liegt der hier hinter. So, da geht's lang.
man hört ihn schon growlen. So, los geht's. Fokus. Ups, falsch. So. Jetzt. Kommt er hier durch? Shit, ich glaube ja. Kann er durch die Beeren fallen laufen oder bleibt er stehen? Das will ich nur mal einmal testen. Nee, okay, das heißt, hier habe ich einen Safe Space, um Health zu regenerieren. Okay. Kann ich ihn baiten oder was? Leben, ne? Ja, komm. Nee, richtig kämpfen. Ja, komm her. Ich ziehe das mit diesem Weihnachtsmann zurück. Es ist, zieh zurück. Gebracht. Okay, dann steckt er seine Flosse in die Erde. Das ist schon mal gut zu wissen. Nicht aufgepasst. Die Rune auf meinem Rücken sagt an, wenn eine Attacke kommt, die ich nicht abwehren kann. Warum hat er mich dabei getroffen? Ach, wenn er sein Ding rauszieht. Das ist ja echt hinterhältig. Oh, come on. Er hat mich trotzdem erwischt. Alter. Es ist zum Kotzen. Aua. Ich muss mehr hardenen. Es ist dumm. Keine schwere Attacke, wenn er seinen Säbel da wieder rausmacht. Zurück. Ah, schon wieder. Exakt gerade noch gesagt und wieder gemacht. Unfassbar. Ey, das wird doch nix. Dumm. Guck mal. Oh Mann, ey. Ich bin ein bisschen traurig. Also eigentlich ist er doch gar nicht so schwer, oder? Also ich meine, der hat wirklich nicht viele Movesets. Das macht schon Sinn, glaube ich, den zuerst jetzt Platz zu machen. Aber es bringt auch nichts ohne Health. Das heißt, ich sollte wieder erstmal farmen gehen.
Die Tars sind, hatte ich eh ausgegeben, das heißt, da ist er schon. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen farmen und gucke, dass ich so schnell wie möglich wieder irgendwas zu essen kriege. Also, um Health zu regenerieren. So, weiter. Fertig machen. Das reicht tatsächlich einfach nur zurückgehen bei denen. Okay, ich habe nur 110 erst. Oh je. Da muss man dann doch ganz schön lange farmen. Autsch, dumm. Und sowas sollte dann natürlich nicht passieren. Naja. Kann ich hier irgendwas klauen? Nee. Ach ja, ach ja, ach ja. Oh nein, ich habe vergessen umzuschalten. Ich Idiot! Egal. Egal. Ich hoffe, es war nicht so lang. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist okay. Es ist auch nichts Spektakuläres passiert. So, jetzt bin ich jetzt ist wieder alles heile. Oh je, Entschuldigung. Okay, ein bisschen farm ich jetzt noch hier Tar. Ich gehe auf Tarfahrt. Oh, aber nicht so. Oh, wie unnötig das alles ist. Wie unnötig das alles ist. Oh, und wie unnötig ich schon wieder eine... Oh Mann, Alter. Ei, echt. Was geht denn bei dem ab? Achso, der ist in die Bärenfalle gegangen. Das finde ich lustig. Ausnahmsweise mal ein ganz guter Fight. So. Meine Fresse. Hier steht nichts. Mann, echt. Ich weiß auch nicht, ob ich mich irgendwie doof anstelle oder was. Also, müsste ich nicht... Ich muss, glaube ich, einfach diesen Grisha so schaffen. Mit Klugheit und einer Finesse und... Kriege ich hier eigentlich meine Health wieder? Wenn ich mit... Gucken... Töten zwei Gegner kurz und setzen der Pferden ab. Zurück. Beim Erhalten eines Einblicks besteht die Chance, dass es uninteressant bringt, der Gegner einen starken Tritt aus dem Gleichgewicht. Ich gucke gerade, ob es nicht Sinn macht, meinen Charakter dann doch schon. Ja, so richtig geil. Okay, richtig geil ist es nicht, aber. Ich habe wenigstens meine volle Health wieder. Und was ich gerade auch noch gesehen hatte, war, das Verhärten hier auf jeden Fall sollte ich mehr benutzen.
Das kann man, glaube ich, schon davon ablesen, weil es so viele Perks dafür gibt. Naja, schauen wir mal. Hallo Katze! Das muss sein, ne? So, ich nehme mir vor, wenigstens diesen Grisha. Komm, den möchte ich noch schaffen, diese Folge. Diese Episode. Surely there's something you'll fancy amongst my collection. So, jetzt runter. Und direkt zu Grisha. Naja, so vom Style her gefällt mir Mortal Shell eigentlich ganz gut. Also, das finde ich schon echt, sieht ganz gut aus. Ich hätte auch schon große Lust, die PC-Version zu spielen, einfach nur um zu gucken, wie viel schöner das aussieht. Ah, guck mal, da ist sogar noch mal eine alte Hülle. Das finde ich interessant. Ich wollte Baron, aber ist nicht geschafft. Zurück. Davon einfach drei Stück. Komm. Ein Schlag und zurück. Ah, come on. Nein. Nein. Einmal heilen. Ah, ja, kommt ja doch. Okay, bleib stehen. Wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass er doch so schnell reagiert. Okay. Na komm jetzt. Einmal noch parren. Wieder? Ach, er hat wieder volle Energie. Es lohnt sich überhaupt nicht rauszugehen. Sehr doof. Okay, das bringt natürlich nichts. Ah, okay. Okay, das muss später ausweichen. Meine Fresse. Das wird auf jeden Fall ein Geduldsspiel hier werden. Ja, immer nur so ein Pipi-Schlag, das dauert dann wirklich 3 Stunden, ey. Ach, come on. Unnötig. Ah, oh, gedrückt halten. Okay, das bringt, glaube ich, so nichts. Das, ich muss doch aggressiver spielen. Ja, genau, ey. Dumm, dumm. Das war eine ganz gute Kombo mit dem Hardener. Ne?
er damit kämpfen. Keine Stamina mehr. Nichts zum Heilen. Zweite Phase von ihm. Ausweichen. Gut. Okay. Hardener. Ist fertig. Gut. Ein Schlag. Stamina stellt. Oh, come on, jetzt schaffe ich ihn. Einfach in Ruhe. Auch gut. Zurück. Gut. Ganz gut, die Kombi. Komm, Konzentration. Weg. Nicht gierig werden. Ganz einfach so weiter. Nicht gierig werden. Boah. Alles gut. Alles neu. Raus. Boah, das war knapp. Ganz ruhig bleiben. Alles nicht so schwer. Yes! Oh. Okay, jetzt habe ich 6 Erkenntnis oder was eingesammelt, oder Einsicht. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Oh, jawohl. Einmal kurz, ich plündere diese Truhe. Ein mechanischer Stachel. Was? Er wird in das geweihte Schwert eingebettet. Was? Das kann man einbetten? Mhm, okay. Das finde ich schon mal. Kann ich dann schießen? Das wäre eine Feuerwerksrakete. Da ist ein Loch. Ich habe 850 Kohle. Okay, was mache ich denn jetzt hier? Gibt es hier noch irgendwas? Okay. Also, einen Boss schon mal erledigt. Ein wunderschönes Erfolgserlebnis. Ich fühle mich stark und mächtig und unbesiegbar. Hierfür muss ich erst eine Säge finden. Oh, meine Herren, ey. Dann geht's hier weiter. Also, vielleicht auch nochmal kurz zur Erinnerung. Was hatte ich vorher gesehen? Es gibt scheinbar 3 oder 4... verschiedene Spots, auf die ich am Anfang hingewiesen wurde. Okay, nochmal Bären fallen. Die sehen ein bisschen aus wie Kratos. Okay, ich muss wirklich viel mehr diesen Hardener benutzen.
Geht auch mit dem Sprung, habt ihr das gerade gesehen? Autsch. Oh nein, nein, nein! Sehr dumm. Und unnötig dumm. Also wirklich unnötig. Also. Naja. Naja. Oh. Also. Es bleibt dabei, ne? Man ist wirklich echt immer nur selber schuld daran, dass man gerade kaputt geht. Oh Mann. Ich frage mich ja schon ein bisschen bei dem Knall durchgenommen, wenn ich in diesem Tempo weiterspiele, dann wird das noch ein bisschen länger dauern, ne? Okay. Ich hole mir direkt meine Sachen wieder. Das macht am meisten Sinn. Und ich hoffe sehr, dass... Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Grisha jetzt wieder hier am Start ist. Das wäre schon ein bisschen strange. Kiste ist auf und dieser Grisha ist weg. Das ist okay. Das mache ich noch und dann sehe ich gerade, rechts unten seht ihr die 6. Das heißt, meine Einsicht... ich muss da gleich nochmal nachforschen, was das genau bedeutet und was ich damit machen kann. Vielleicht level ich mich dann doch irgendwie erstmal ein bisschen hoch. So, 916 sind wieder da. Erstmal die Grunts wegmachen. Ja, genau, ich bin reingesprungen. Lächerlich. Lächerlich. Gott, Junge. So. Ich hab nichts zum Heilen, ne? Krieg ich so vielleicht Health zurück? Nee, schade. Habe ich gedacht oder gehofft eher. Okay, da vorne ist ein Keulenschwinger. Ich würde schon gerne wissen, wann ich Gesundheit auch wiederkriegen kann. Also wirklich nur durch die World Items hier. Da hinten ist ein Bogenschütze. Der soll mich nicht weiter stören, bitte. Da muss ich, glaube ich, wegmachen. Ah, okay. Oh, ich Idiot. Den habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Weil da hinten nämlich noch einer ist. Kaputt jetzt endlich? Ja, also. So, gehe ich jetzt hier weiter oder gehe ich zurück? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich habe nur noch 8 Minuten. Ich hoffe, dass es... ich mache das jetzt einfach. Ich spiele so, wie ich halt einfach Souls-Titel scheinbar spiele. Nämlich dann doch eher ein bisschen besonderer, ein bisschen ruhiger. Und vielleicht wird sich das im Laufe dieses Knaller durchgenommens auch noch verändern. Das ist persönlich meine Hoffnung. Und ich habe ja wirklich eigentlich auch Lust auf genau diese Art der Spiele. Aber ich habe mich irgendwie noch nie so richtig durchgerungen, dann auch einfach mal dran zu bleiben, so, ne? Weil es immer zeitaufwendig ist. Aber jetzt habe ich mir so ein bisschen Freiräume geschaffen. Mal gucken. Dann versuche ich das jetzt doch einmal nochmal richtig hier. Gehe aber nochmal zurück zu hier meiner Tante. Und guck mal, was ich vielleicht mit meinen 1086, shit, nee, 1100 brauchte man. Einen Grunt muss ich noch irgendwo kriegen.
Fällt mir gerade ein. Und dann habe ich genug Kohle beisammen, um mir. Warte mal, ist das ein Frosch? Ein bösartiger Frosch? Ja. Wie, dafür gibt's nichts? Oh Mann. Für 1100 Tar konnte ich mir was kaufen, soweit ich weiß. Dann hau ich die hier gerade nochmal schnell weg. Und bevor ich dabei dumm drauf gehe, nehme ich da nochmal so einen Pilz, ne? So. So, das reicht schon. Und weg. Das reicht schon. Fulgrim. Yes. Yes! Yes! So, also Einblicke habe ich 6, Tar habe ich 1108. Und jetzt kann ich mir sagen, was ist die Chance, den Gegner beim Tod zusätzlich Einblick fallen lassen? Okay, Einblick ist die zweite Währung. Ihr seht, das fehlt mir noch, wachsende Geduld. Fährten dauert nach dem Brechen doppelt so lang. Das ist gar nicht so schlecht, kann ich mir aber gerade nicht leisten. Wachsende Dominanz für kurze Zeit nach dem Fährten haben getötete Gegner eine Chance. Ja, komm, dann nehme ich das doch. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber ich nehme es jetzt einfach. First I heard the squeals as if from 100 mouths. Then I saw her. The revered. A writhing mass of sinew. As if all at once she was splitting apart and coalescing. Is it salvation to look upon her? Deliverance? I knelt, losing my strength. I wanted to look away and yet. She was all I wanted to see. Ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. So, okay. Ich würde sagen, auf in den Kampf. Ich gehe jetzt zu den Fledermäusen, habe ich mir jetzt vorgenommen, weil das ist etwas, was ich schon kenne. Zumindest kenne ich da den Weg, das heißt, ich muss nicht wieder groß rumirren. Zumindest, obwohl so viel Zeit habe ich für diesen Teil gar nicht mehr. Vielleicht sollte ich das auch nicht tun. Vielleicht sollte ich jetzt hier nochmal ein bisschen farmen und dann für den nächsten Teil super krass vorbereitet sein. Das finde ich ganz geil, dass man tatsächlich im Sprung auch verhärten kann. Das habt ihr gerade eben gesehen, sonst hätte ich gerade voll auf die Nuss gekriegt. Bärenfalle, vorsichtig. Die Sprungattacke ist schon geil. Mächtig. Zap, zap. Irgendwas Lootbares? Nope. Okay. Dann farm ich doch noch mal ein bisschen hier einfach ein bisschen. Ich glaube, das ist mir gerade lieber. Okay, 3 Schläge reichen. Dann mache ich die hier oben auch noch mal wieder weg. Wo kommt der denn her? Hat sich materialisiert. Diesen Winkel aussuchen, denn dann kriege ich gleich beide. Ja, genau. Oh, es ist so unnötig, gegen diese Kleinen irgendwie Health zu verlieren immer. Okay, hier gibt es nichts. 328 habe ich schon mal. Okay. Unnötig! Dumme Bären fallen. Bling! Ey, diese Bärenfallen sind echt super nervig hier aufgestellt.
So, da ist noch ein Dude. Dude, Dude. Sprungknopf, blop, snap, srap, frop. Ach, dieses Gejaule danach tut mir fast schon ein bisschen leid. So, ein bisschen Exploration. Da, oh. Okay, dumm. Echt dumm. Es darf nicht wahr sein. Ich hab doch mega krass. Es ist so dumm. Nee. Oh. Ich hab doch ge... Also gut, okay. Perlen muss ich echt noch weiter üben. Na komm hier rein. Super ärgerlich. Super ärgerlich. Weil so ein Pipifuß, weißt du? So. Ja, während es lädt, vielleicht diejenigen, die das hier noch nicht kennen, das ist mein Keller. Hm? Buddy's Basement. Das ist ganz nett. Hier unten. Wenn es draußen zu warm ist, ist es hier kühl. Und wenn es draußen zu kalt ist, ist es hier warm. Verrückt, oder? Und der kann man eigentlich ganz gut abschreien. I've kept your flesh safe. You've kept my flesh safe. Dankeschön. Danke sehr. Bin trotzdem entrüstet. Traurig. Beschämt. Leicht. Und hol mir jetzt erstmal hier mein Tar wieder. Come on. Einfach sehr gut sein. Sehr gut spielen. Upsala, Entschuldigung. Stopp. Meine Zeit ist gleich vorbei. Na komm, dann muss ich jetzt einmal mein Tar wiederholen. Das mache ich noch. Da steht er schon. Die gebrochene Hülle eines gebrochenen Kämpfers, der nicht parren konnte. So. Geschafft. Und dann mache ich es wie folgt. Vielleicht reicht die Zeit dazu noch aus. Einmal ganz schnell hochrennen und zumindest schon mal in der Nähe von Flas zu kommen. Flas ist ja der Dude, der uns mit Rattensticks versorgen kann. Und das ist das, um Health zu generieren. So. Naja, schaffe ich wahrscheinlich zeitlich nicht mehr. Ist aber auch alles nicht so wild. Das ist Teil 2 gewesen von Knaller durchgenommen. Mortal Shell. Ein Dark Souls-Klon, der eigentlich ganz vielversprechend ist. Und jetzt habe ich gerade am Ende noch ein bisschen auf den Sack gekriegt. Wir nähern uns wirklich ganz Suche der Welt von Mortal Shell. Mal gucken. Heute immerhin einen Boss geschafft, das freut mich wiederum. Das ist doch schon mal ganz nett, oder? Hoffentlich bleibt ihr dran, hoffentlich habt ihr auch Lust weiter zu gucken. Feedback gerne in die Kommentare. Ich nehme hier sozusagen immer so ein bisschen als längerfristige Session auf, damit ich auch wirklich durchkomme mit dem Spiel, aber ich werde die Kommentare alle durchlesen. Wenn es etwas gibt, was ihr an Verbesserungsvorschlägen habt, dann werde ich das leider immer mit ein bisschen Abstand mitbekommen, aber ich glaube, das sollte eigentlich auch kein Stress sein, oder? Naja, viele Grüße, das war's für Episode 2. Macht's gut, tschüss.